Heute habe ich eine echte Community-Folge mitgenommen mit Liv. Sie hat mich angeschrieben über Telegram und hat ein sehr spannendes Thema mitgebracht, nämlich Psychologie und Bitcoin. Und herzlich willkommen zu 1 Million Satoshi. Hier möchte ich 1 Million Frauen begeistern, 1 Million Satoshi zu kaufen. Und das ist so ein Hundertstel Bitcoin, um echte finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Schön, dass du mit dabei bist. Psychologie und Bitcoin. Da bin ich ganz hellhörig geworden und wollte einfach mehr erfahren, weil ich denke, dass beide Themengebiete hochspannend sind und wenn sie vor allem vereint werden, ganz neue Erkenntnisse bieten. Liv, hallo zu meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Hallo, liebe Eva. Ja, vielen, vielen Dank für die Option, dass wir mal miteinander quatschen können. Ich bin schon sehr gespannt auf das Gespräch. Ich auch. Ich finde es richtig toll, dass du dich gemeldet hast und dass wir da jetzt sprechen über Psychologie und Bitcoin. Aber fangen wir mal bei dir an. Also woher kommst du, wo wohnst du, was machst du so? Ja, also ich komme eigentlich aus Deutschland, lebe jetzt allerdings so seit fast 2 Jahren in Amerika, so im Midwesten. Und genau, ich habe Psychologie in Deutschland studiert und mein Mann ist ursprünglich aus Amerika. Das heißt, wir haben gesagt, wir wollen mal einige Jahre hier verbringen. Und ja, er war eigentlich derjenige auch, der mich so ein bisschen mit Bitcoin, wie soll ich sagen, vollgebabbelt hat. Also diejenigen, die halt die Orange Pill ganz gern oder geschluckt haben, so gesehen, sind ja in der Regel dann erstmal sehr euphorisch, was Bitcoin betrifft. Das heißt, er hat sehr viel über Bitcoin berichtet und ich hatte halt in der Uni zur gleichen Zeit Seminare zum Thema Wirtschaftspsychologie. Und das war sehr spannend. Also wir haben im Studium halt gelernt, was eigentlich in 2008 in Amerika passiert ist, als es zu dieser Finanzkrise gekommen ist. Und dass es halt ziemlich viele irrationale Handlungen im Endeffekt gab, die dann dazu geführt haben, dass dieses System kollabiert ist. Also zum Beispiel viele Banker haben ja, Kredite an Menschen ausgegeben, die sie eigentlich gar nicht hätten an die Menschen ausgeben dürfen. Das heißt, die Banker haben da nicht ganz so rationale Entscheidungen getroffen. Und ja, genau, das war für mich dann so ganz spannend zu sehen, dass ja eigentlich Bitcoin auch entwickelt worden ist, um sowas in Zukunft zu verhindern, was halt in 2008 passiert ist. Und das so ein bisschen zusammen, also miteinander zu verknüpfen, dieses Thema Bitcoin und dieses Thema, ja, die Irrationalität des Menschen, das fand ich irgendwie damals sehr spannend. Mhm. Und genau, das ist so ein bisschen mein Hintergrund, warum ich schlussendlich dann auch sehr an Bitcoin interessiert war und was ich so mache, genau. Ja, hochspannend. Also du hast Psychologie studiert, auch noch in Deutschland und bist jetzt in den mittleren Westen gezogen. Das kommt dein Mann direkt aus dieser Gegend? Ja, genau. Ja, okay, sehr schön. Und wie ich jetzt mal so ein bisschen noch rausgehört habe, jetzt auch vom Hintergrund, dein Mann ist ja wahrscheinlich auch Bitcoiner und hast du da irgendwie auch noch praktische Erfahrungen dort im Mittleren Westen mit Bitcoin gesammelt oder wie hast du da die Connection überhaupt hergestellt zwischen deinem Psychologiestudium in Deutschland und jetzt mit Bitcoin im Mittleren Westen da in den USA? Genau, also ich arbeite hier in Amerika in einem anderen Bereich eigentlich, also eher im Gesundheitswesen und nutze dort das, was ich so im Studium gelernt habe. Aber nichtsdestotrotz, also ich halte hier bei einigen Meetups im Mittleren Westen so Vorträge zum Thema Bitcoin-Psychologie. Also wir sind hier eine sehr starke Community, muss man sagen. Es gibt vereinzelte Meetups, mein Mann leitet auch ein Meetup. Und das Coole ist, dass es halt nicht nur einen starken Zusammenhalt innerhalb dieser Meetups gibt, sondern auch zwischen den Meetups. Also ich würde mal behaupten, wir haben so 5 bis 6 Meetups hier in dem Bundesstaat und auch untereinander hat man ja sehr, also steht man gut im Kontakt. Es geht halt hier, in Michigan sind wir, es geht halt hier viel darum, dass wir auch irgendwie so unser eigenes Essen anbauen und irgendwie uns möglichst selbst versorgen. Es gibt hier zum Beispiel Rev Hoddle, der hat 30 Schafe und so ein Permaculture-Projekt am Laufen, meint und genau, ist komplett einfach so unabhängig. Es gibt auch viele andere Bitcoiner hier, die halt einfach irgendwie, ja, jagen oder
ja, ihre eigene Farm haben. Es ist sehr spannend für mich gewesen. Also mein Mann hat mich, als wir hergekommen sind nach Amerika, mit zur Bitcoin-Konferenz in Miami genommen in 2022. Und ich, ja, war irgendwie nicht so ganz begeistert von Miami, muss ich sagen. Also es war alles sehr kommerziell in einer gewissen Art und Weise. Und dann sind wir halt hierher gekommen nach Michigan und dann sind wir irgendwie einmal halt 1,5 Stunden durch die Pampa gefahren und irgendwo in Lansing angekommen. Und da gab es dann diese Bank. Ist eine sehr alte Bank mit so einem alten Tresor. Und in diesem Gebäude ja, werden halt Leute informiert, was Bitcoin betrifft. Das ist das sogenannte Education Center. Und ja, da sind dann echt sehr, sehr coole Leute unterwegs, die irgendwie so um die 60 Jahre alt sind und irgendwie ihren Miner nutzen, um ihre Gemüse, um ihre Ernte halt im Endeffekt zu dehydrieren, also zu trocknen. Und das ist also schon eine ganz andere Welt dann auch. Und irgendwie war das für mich dann auch alles ein bisschen greifbarer hier. Ich habe sehr viel von den Leuten gelernt, was auch so den technischen Aspekt von Bitcoin betrifft. Ja, und habe so richtig gemerkt, was macht Bitcoin so mit den Menschen hier, ne? Also, dass es sehr darum geht, langfristig zu denken und irgendwie auf die Nachhaltigkeit zu achten und halt auch was zu machen, was wirklich Bedeutung im Leben hat. Und das fand ich als Psychologin halt super spannend auch. Ja, das hört sich total super an. Also auch diesen Kontrast auch mitzubringen, mal wie man Bitcoin halt dann tatsächlich nutzt, so in der Community und dann auch diese Verbindung herzustellen, wie du jetzt vorhin auch gesagt hast, zu dieser Finanzkrise 2008. Da ging es ja mehr so um Irrationalität und nicht so um diese Hands-on-Mentalität, die ihr da lebt in der Community. Warum kam es denn zu dieser Irrationalität, zu dieser riesigen Blase, die eigentlich schon jeder hätte kommen sehen sollen, dass die bald platzt, aber dann trotzdem noch dabei blieb? Was sind denn deine Erkenntnisse davon? Ja, genau. Also wir Menschen sind im Allgemeinen schon sehr irrational. Ich meine, jeder weiß in einer gewissen Art und Weise auch, dass wir Fehler machen. Aber ich glaube, wir merken erst, wenn wir einen Fehler machen, wenn es wirklich eine Konsequenz gab, ne? Also es ist zum Beispiel diese Immobilienblase geplatzt und dann haben wir erst gemerkt, okay, wir haben Fehler gemacht. Aber in dem Prozess, bis man das halt merkt, verstehen wir gar nicht so sehr, dass wir irrationale Entscheidungen treffen. Das ist manchmal alles sehr subtil und gar nicht so greifbar. Und allgemein ist der Mensch halt irrational, also es gibt sogenannte kognitive Verzerrungen, denen wir ausgesetzt sind. Der bekannteste, oder Entschuldigung, die bekannteste Verzerrung ist wahrscheinlich das Gruppendenken. Also wir Menschen verhalten uns oft konform einer Gruppe und würden uns jetzt nicht der Meinung einer Gruppe widersetzen, so zwangsläufig, weil wir einfach nicht ausgeschlossen werden wollen. Das hat auch evolutionäre Gründe. Wir sind einfach sicherer, wenn wir Teil einer Gruppe sind. Und von daher, ja, entscheiden wir oft konform der Gruppe, um auch so ein Gefühl von Harmonie zu verspüren. Das ist für uns Menschen sehr wichtig, weil dieses Ausgeschlossenwerden, das geht laut Studien einfach auch einher, dass wir uns mental nicht so wohl fühlen. Ja. Von daher, Gruppendenken ist ein ganz großes Thema. Es gibt auch noch andere kognitive Verzerrungen, wie zum Beispiel den Bestätigungsfehler. Wir haben das zum Beispiel in 2014 gesehen, als die Krim annektiert wurde von Russland. Da hätten wir als Deutschland vielleicht schon auch mal so uns überlegen müssen, ist Russland denn jetzt noch ein richtig guter, vertrauenswürdiger Vertragspartner, ja? Und müssen wir vielleicht auch so ein bisschen unsere Armee aufstocken und uns irgendwie, ja, besser darstellen und irgendwie auch unabhängig von Russland werden. Das hätten wir uns vielleicht überlegen müssen, haben wir aber damals nicht gemacht. Und es könnte sein, dass es daran lag, dass wir Informationen, neue Informationen zum Fall Grimm danach interpretiert haben, was für Vorerfahrungen wir mit Russland gemacht haben. Also wir hatten immer gute Verträge mit Russland und Russland war in den letzten Jahren vor 2014 auch immer sehr vertrauenswürdig. Also könnte es passiert sein, dass wir im Endeffekt Informationen danach interpretiert haben, was für Erwartungen wir haben und was, ja, wir auch irgendwie, ja, was so übereinstimmend ist mit unserem Glauben, ja. Und unser ehemaliger Finanzminister Pierre Steinbrück hat es auch bei Markus Lanz vor ein paar Monaten mal gesagt, dass wir irgendwie alle in 2014 hier so in Deutschland diese mentale Übereinstimmung hatten, als also sowohl die
die Politik, als auch die Bevölkerung, als auch die Presse, dass es schon alles irgendwie gut wird und dass wir uns zurücklehnen können und entspannen können. Und das war halt falsch so gesehen. Und das ist das Problem, wenn man als Gruppe etwas glaubt, was halt faktisch falsch ist, ja. Das sind halt alles so kognitive Verzerrungen, denen wir ausgesetzt sein können. Ein anderer ist auch diese Gruppenpolarisierung, ja. Wir sehen das in der Gesellschaft. Es gibt immer mehr diese Tendenz, dass Menschen immer extremer links oder extremer rechts wählen. Und auch das kann man mit der Psychologie erklären. Also es gibt dieses Phänomen Gruppenpolarisierung, dass wenn man jetzt jemanden, also zwei Menschen in einen Raum setzt und einer ist links eingestellt, andere ist rechts eingestellt und die Leute diskutieren für 3-4 Stunden, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass man immer extremere Meinungen auch beobachtet. Ja, das ist ein ganz normales Phänomen, weil die Leute versuchen, ihre Meinung darzulegen und werden dann immer extremer. Und ja, ich finde es dann immer ganz spannend, dass man so rumrennt und sagt, oh Gott, was will denn irgendwie in der Gesellschaft, gibt es so eine Art Polarisierung. Und ich denke mir so, ja, das ist halt eine kognitive Verzerrung, da braucht es halt auch so ein bisschen Aufklärung. Das heißt, wir sind alle so ein bisschen irrational und das ist halt auch ein großes Thema gewesen in 2008. Also laut vielen Wirtschaftspsychologen, unter anderem Daniel Kahneman, das ist ein, ja, Wirtschaftswissenschaftler auch, der einen Nobelpreis gewonnen hat. Der hat halt das so dargelegt, dass wir halt sehr irrational sind und dann viele Kredite ausgegeben worden sind, die halt nicht hätten ausgegeben werden dürfen. Also zum Beispiel haben Banker gesagt, ach ja, der sieht eigentlich ganz nett aus und der sieht auch so aus, als wenn er das irgendwie bezahlen kann. Und man hat sich allerdings keine Arbeitsverträge zum Beispiel angeguckt. Und das ist halt, ja, so ein bisschen problematisch einfach. Und das hat halt einfach dann dazu geführt auch, dass irgendwann diese Immobilienblase geplatzt ist. Und du hast ja auch schon erwähnt, dass das ganze Umfeld ja auch schon diese ganze Krise auch aufbereitet hat. Also jetzt nicht nur die Irrationalität der Menschen, die du jetzt aufgezählt hast, die ich da total nachvollziehen kann, sondern eben auch, dass das Umfeld das Ganze auch befördert hat. Also ganz voran jetzt mal so die Inflation. Wie meinst du das genau? Ja, genau. Also es gibt verschiedene Ursachen, die zu Fehlern führen können. Also es kann zum einen sein, dass jemand einen aktiven Fehler macht. Also wenn jetzt zum Beispiel eine Krankenschwester einfach ein falsches Medikament verabreicht, dann ist das ein aktiver Fehler. Es kann allerdings auch sein, dass eine latente Bedingung, das Auftreten einer oder die Wahrscheinlichkeit des Auftretens eines Fehlers erhöhen kann. Wenn diese Krankenschwester zum Beispiel konstant gestresst ist, dann kann das einfach dazu führen, dass sie eher ein falsches Medikament verabreicht. Und diese beiden Aspekte gibt es so gesehen. Aktiver Fehler und eine latente Bedingung. Und ich glaube halt, unser System ist so aufgebaut, dass die Inflation als latente Bedingung fungieren kann. Und das Problem daran ist, dass es immer sehr schwierig ist, latente Bedingungen zu identifizieren und zu sagen, okay, das könnte dazu führen, dass Fehler häufiger passieren, ja. Weil bei einem aktiven Fehler ist es ganz klar, okay, das ist jetzt passiert. Bei einer latenten Bedingung ist das eher so ein bisschen subtil und auch so ein bisschen nicht so greifbar einfach. Und ich glaube halt, dass mit der Inflation, das ist so eine Sache, ja. Das ist irgendwie, also die Inflation besteht, aber wir sagen jetzt nicht einfach, ja, das könnte auch ursächlich dafür sein, weil es einfach so schwer ist, das zu identifizieren. Also ich glaube, die Inflation fungiert als latente Bedingung. Und ja, so habe ich das noch nie gesehen. Ich finde das total spannend. Wollte ich jetzt auch gar nicht unterbrechen, wenn du da noch was dazu sagen wolltest. Alles gut. Okay, ja, also ich denke auch, also das kann man immer kaum greifen, solche Dinge, aber sie machen halt irgendwie generell das Leben halt fehleranfälliger, weil man kann es vielleicht auch so übersetzen, dass die Inflation uns dazu treibt, unser Geld, das wir gespart haben, auch wirklich gut anzulegen. Und das treibt uns halt immer weiter rein in riskantere Geldanlagen. Mhm. Und das befeuert wiederum die Krisen und befeuert auch die Blasen, die es dann halt auch teilweise dann auch bei der Finanzkrise 2008 gab. Wenn man jetzt nicht immer so unter Druck eine Geldanlage suchen muss, die den Wert erhält, unseren Gesparten, dann würde es wahrscheinlich auch nicht so zu starken Fluktuationen, Volatilität und auch von diesen ganzen Krisen kommen. Also ich finde das auch sehr, sehr spannend. Das hatte ich vorher noch nie so gesehen mit der Inflation.
Du sprichst ja aber auch an, was ich auch interessant fand, mit diesen ganzen irrationalen Verhältnissen, die man so haben kann und irrationalen, auch so ganz menschlich sind. Da habe ich gleich auch an Bitcoin gedacht, weil es so viele Punkte gibt, die eben auch No-Coiner, also Leute, die jetzt noch nicht von Bitcoin überzeugt sind und noch keine Bitcoin gekauft haben, wo wir uns einfach schwer tun, diese zu überzeugen. Das eine ist halt dieses Gruppendenken, weil einfach die Mehrheit der Menschen nicht wirklich weiß, wofür Bitcoin gut sein soll oder auch vielleicht so eine schlechte Meinung hat von Bitcoin. Und man, je mehr man sich dann halt auch versucht zu argumentieren und reinzusteigen und erklären, wofür es so gut ist, umso eher ist dann die andere Meinung von dem Gesprächspartner gefestigt und man dringt dann überhaupt nicht mehr durch. Was hast du denn so für Tipps, wenn man halt wirklich mal jemanden überzeugen möchte von Bitcoin? Kann man da irgendwie um diese Irrationalität umgehen? Ja, also im Endeffekt ist es sehr schwierig. Also es gibt verschiedene Taktiken im Endeffekt, um zu versuchen, nicht mehr so irrational zu sein. Es hat natürlich viel mit Selbstkontrolle und auch Selbstbeobachtung zu tun, also dass man sich selbst als Mensch beobachtet. Aber dafür muss man auch erstmal offen dafür sein, dass es halt bei einem vielleicht sein kann, dass man in einer gewissen Art und Weise eine verzerrte Wahrnehmung hat, ja. Und das ist dann auch manchmal ein bisschen schwierig, weil wir Menschen haben natürlich alle unterschiedliche Erfahrungen im Leben gesammelt. Die prägen uns, die prägen unsere Wahrnehmung. Und ja, man merkt das ja alleine schon in Familien. Ja, da hat jeder einfach manchmal eine unterschiedliche Meinung und eine unterschiedliche Wahrnehmung. Und dann kann man auch nicht sagen, das eine ist jetzt richtig und das andere ist falsch, sondern jede Wahrnehmung hat seine Berechtigung. Ja, von daher ist es ein sehr schwieriges Thema. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Also es könnte sein, dass viele Leute sich nicht mit Bitcoin befassen wollen, weil die Mehrheit der Bevölkerung sich gegen Bitcoin ausspricht. Aber ich glaube, wir haben da auch noch ein viel fundamentaleres Problem. Also es ist halt so, wir haben ein autonomes Nervensystem. Das hört sich jetzt erstmal sehr komisch an, ne? Das ist so ein medizinischer Begriff, ein sehr abstrakter Begriff. Aber was das autonome Nervensystem im Endeffekt darstellt, ist, dass wir einen Teil vom Nervensystem haben, das so ein bisschen vor sich hin arbeitet, ohne dass wir das groß beeinflussen können. Ja, unsere Herzrate wird reguliert, ohne dass wir da was groß tun müssen. Passiert einfach so. Und das autonome Nervensystem übernimmt das. Das reguliert die Herzrate, den Blutdruck und so weiter. Das Interessante ist allerdings, dass dieses autonome Nervensystem auch einen Einfluss auf unser Verhalten hat. Also auf unsere Gestik und Mimik, auf unsere Tonlage. Das hat man vielleicht schon mal erlebt, wenn jemand einen Verkehrsunfall hatte, dann verändert sich alles. Ja, die Gestik und Mimik verändert sich, aber auch die Tonlage. Also der Stimme im Endeffekt. Und dieses autonome Nervensystem, das übernimmt in bestimmten Momenten, ja, wenn wir zu einem Bewerbungsgespräch gehen und wir sind ein bisschen nervös und wir verhalten uns vielleicht nicht genauso, wie wir das gerne machen würden, dann ist das halt das autonome Nervensystem, was da halt dran schuld ist. Und das autonome Nervensystem ist bei jedem Menschen so ein bisschen anders aufgebaut und das hängt so ein bisschen davon ab, welche Erfahrungen man bisher im Leben gesammelt hat, also ob man zum Beispiel mal ein Trauma hatte oder nicht, und hängt auch von der Persönlichkeit ab. Und wenn man jetzt einmal überlegt, also dieses autonome Nervensystem schaut im Endeffekt ständig in unserer Umgebung, sind wir sicher oder sind wir nicht sicher, ja? Wenn wir uns zum Beispiel total sicher fühlen, dann reguliert das autonome Nervensystem die physiologischen Prozesse so, dass die Herzrate runtergeht und der Blutdruck geht runter und wir sind auch eher in der Lage, sozial zu interagieren und eher auch Risiken einzugehen, was sehr interessant ist. Gutes Beispiel ist da im Endeffekt, wenn der Preis von Bitcoin hochgeht, dann fühlen wir uns sicher und sagen, ach, guck mal da, ich lag mit meiner Annahme richtig, in Bitcoin zu investieren. Und Leute kaufen im Endeffekt mehr. Also sie sind nochmal eher risikoreich. Und wenn das autonome Nervensystem in der Umgebung jetzt allerdings feststellt, wir sind nicht mehr sicher, weil ein Bär um die Ecke kommt oder Bitcoin geht im Preis runter, dann geht die Herzrate halt automatisch hoch. Wir sind nicht mehr so risikofreudig. Und wir wollen auch nicht mehr so sozial interagieren. Und es gibt noch einen dritten Zustand vom autonomen Nervensystem. Wenn wir uns komplett ergeben fühlen, also wenn wir irgendwie in einer absoluten Lebensgefahr sind,
Dann geben wir als Menschen in der Regel komplett auf. Das nennt man den Freezing-Zustand. Das hat man vielleicht auch schon mal beobachtet bei Menschen, die extrem in einer Gefahrensituation sind, dass die sich dann nicht mehr bewegen können. Die dissoziieren so gesehen. Und das beobachtet man auch in einem anderen Ausmaß bei Menschen, die depressiv sind im Endeffekt. Ja, die werden so passiv, die machen nichts mehr. Das ist keine Stimme, also keine richtig gute Stimmlage mehr. Die reden sehr monoton und die haben aber auch keine Spannung im Körper. Das heißt, es gibt diese drei Zustände. Und wenn wir jetzt mal überlegen, in der Gesellschaft, ja, wenn wir jetzt einen Bitcoiner ansprechen und sagen, hey, einen Non-Bitcoiner ansprechen und den von Bitcoin nicht überzeugen wollen, aber motivieren wollen, dass er sich mit Bitcoin auseinandersetzt, dann triggern wir unfassbar viel diesen Stresszustand. Weil dieser Mensch hat über Jahre ein Sicherheitssystem aufgebaut, ne? Also wir sind daran gewöhnt, dass wir in unserem Staat ein gutes Finanzsystem haben, ein gutes Gesundheitssystem haben und auch immer im Supermarkt an Nahrung kommen. Also es ist alles unfassbar viel Sicherheit, die wir mit diesem System verbinden. Und wir als Bitcoiner stellen das System aber so ein Stück weit in Frage und nehmen dann also geben dann dem autonomen Nervensystem im Endeffekt Hinweise, dass Dinge nicht mehr so sicher sind, weil wir ein neues System vorschlagen. Und dann schlagen wir aber ein System vor, was sehr volatil ist und was technisch sehr hochkomplex ist. Also man muss ja viel Zeit im Endeffekt nutzen, um sich da richtig reinfuchsen zu können. Ja, allein um zu lernen, welches Hardware-Wallet gut ist, braucht es auch ein bisschen Zeit. Und ich glaube, für viele Menschen ist das dann zu extrem. Und wir triggern dann im Endeffekt das autonome Nervensystem, weil wir erstens das Sicherheitssystem in Frage stellen und zweitens einen Vorschlag abliefern, der vielleicht erstmal nicht so sicher klingt. Und die Leute machen dann zu, weil das autonome Nervensystem automatisch übernimmt. Da kann die andere Person auch gar nicht wirklich viel gegen machen. Die wollen dann da einfach nichts zuhören. Und also das ist zumindest meine Vermutung. Und 80% des menschlichen Verhaltens laufen auch nun mal unterbewusst ab. Das kann man mit dem autonomen Nervensystem auch erklären, ja. Das ist dann einfach eine unterbewusste automatische Reaktion der anderen Person, zu sagen, nee, ich will jetzt über Bitcoin nichts hören. Und ich habe zudem noch die Vermutung, also ich habe ja vorhin erwähnt, dass es auch diesen Zustand der Passivität gibt, wenn wir uns in einer absoluten Lebensgefahr befinden. Ich habe auch so die Vermutung, dass wir in dieser Gesellschaft eine extreme Passivität beobachten. Die Menschen, die sind so überflutet von dieser ganzen Negativität. Also die Presse berichtet von so vielen negativen Ereignissen, die sich auf der Welt abspielen, und hinzu kommen extreme Herausforderungen, die Bundesregierung und Deutschland aktuell meistern müssen, dass die Leute irgendwann dicht machen. Die Bevölkerung wird aus meiner Sicht passiv. Und dann will man auch nichts mehr über alternative Lösungen wissen. Dann will man auch nichts über Bitcoin wissen, ja. Und meine Idee ist so ein bisschen, wenn ich mit Leuten ins Gespräch gehe, die nichts von Bitcoin wissen, dass ich Bitcoin auch nicht so sehr als, ja, eine Währung darstelle oder als ein technisch hochkomplexes System, sondern bei mir geht es da vielmehr um so eine Art Konzept. Und zwar um ein Konzept, was sich auf Nachhaltigkeit spezialisiert oder fokussiert, und um ein Konzept, was wieder eher darum geht, dass es eine Bedeutung im Leben gibt, dass man etwas herstellt und produziert, was wirklich Wert hat. Das ist für uns Menschen und unsere Psyche auch sehr wichtig. Und ja, dass es wieder eher um solche Dinge geht. Also wieder hier in Amerika ist es ein ganz großes Problem. Ja. Die Nahrungsmittel, die man im Supermarkt kaufen kann, die sind katastrophal, unfassbar voll mit Pestiziden. Und hier sind auch bestimmte Dinge erlaubt, die sind in Europa nicht erlaubt. Also es gibt viele Leute, die gehen nach Europa und haben auf einmal kein Problem mehr mit bestimmten Nahrungsmitteln. Die können sie konsumieren, hier können sie die nicht konsumieren, weil die allergische Reaktionen auslösen. Also es ist nochmal ein anderes Thema hier in Amerika. Aber man sieht das hier in Amerika, ja. Also die Bitcoiner wollen wieder gesunde Nahrungsmittel auf den Markt bringen. Also es gibt Texas Slim, der hat die Beef Initiative am Laufen, und der connected Farmer miteinander, um halt wieder, ja, gute Rinderprodukte auf den Markt zu bringen. Und das ist sehr spannend. Und ich glaube, dafür steht Bitcoin einfach. Also ich versuche das immer eher mit so einem Konzept. Und was dann natürlich auch passiert ist, dass man
dem Gegenüber auch nicht nur so Warnhinweise vorlegt und das alte System komplett in Frage stellt, sondern man bietet auch neue Sicherheitssignale an. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, weil andernfalls das autonome Nervensystem übernimmt, wenn es eine Stressreaktion gibt und dann macht die andere Person einfach zu. Das kann ich total unterstreichen, Liv. Also was du jetzt auch alles gesagt hast, das entspricht eigentlich genau dem, was ganz gut funktioniert, dass man halt nicht versucht, irgendjemanden auch so zu überzeugen, sondern halt auch mal zu überdenken, okay, wofür steht eigentlich Bitcoin? Welche Werte verbinden wir denn mit Bitcoin? Und was ist denn überhaupt in einer Bitcoin-Welt möglich, ohne jetzt das jetzige System zu sehr zu kritisieren? Weil das macht einfach Angst, das verstehe ich auch total und kann mich da auch richtig gut einfühlen. Also vielen Dank auch für die verschiedenen Aussichten, die du da auch nochmal gesagt hast. Da hast du dann vielleicht am Ende von unserem Interview noch so einen speziellen, tollen Tipp, wo du auch nochmal sagst, hey, wie könnten die Bitcoiner denn selbst psychologisch gefestigter werden, wenn die Nachrichten wieder, wenn der Kurs wieder runtergeht, wenn man selbst wieder einfach menschlich davon erfasst wird und auch Angst hat, ob es dann jemals wieder in die Höhe geht. Wie kann man denn so Resilienz aufbauen? Ja, also ich glaube, dass wir im Endeffekt darauf achten müssen, dass wir halt Dinge diversifizieren, also dass wir uns darauf fokussieren, unterschiedliche wichtige Dinge im Leben zu etablieren. Also dass wir uns zum einen darauf fokussieren, irgendwie eine Familie zu haben oder einen guten Freundeskreis zu haben, dass wir uns auch darauf konzentrieren, irgendwie unser Geld vielleicht nicht nur in Bitcoin anzulegen, kann man auch machen, aber halt auch da irgendwie nochmal ein Backup zu haben. Also verschiedene Dinge irgendwie, die wichtig sind im Leben zu entwickeln, weil im Leben geht es einfach darum, dass es eine Bedeutung braucht, ja. Wir haben in den letzten Jahren in der Gesellschaft uns irgendwie so dahin entwickelt, dass es nur noch um diese Lebenszufriedenheit geht. Bedeutet, es geht nur noch darum, was für ein Haus habe ich, was für ein Auto habe ich und wie sieht es in meiner Umwelt aus und was habe ich erreicht, welchen Status habe ich in der Firma etc. pp. Und ich glaube, in dieser Bitcoin-Community geht es immer wieder weiter dahin, dass es wieder darum geht, wichtige Dinge zu entwickeln, ja, also Dinge, die Wert haben. Und es geht wieder eher um diese Bedeutung im Leben. Wir sehen das ja auch bei Bitcoinern, ja. Die sind extrem euphorisch und total von Bitcoin überzeugt und die sehen darin einen unfassbar hohen Sinn. Und ich glaube, das ist für uns Menschen sehr gut. Ich glaube, natürlich muss man auch da so ein bisschen aufpassen, dass man dann das nicht übertreibt und versuchen irgendwie sich selbst dabei auch zu beobachten, ob man da aus der Emotion heraus handelt. Also man könnte halt versuchen, so ein bisschen sich zu beobachten und rational zu bleiben. Wir unterliegen halt allen diesen kognitiven Verzerrungen, vor allem wenn wir Stress haben. Ja? Solange wir halt keinen extremen Stress haben, ist das auch eher so, dass wir halt nicht so irrational handeln. Aber das Problem ist halt, das muss man leider so sagen, wenn wir leben in einer aktuellen Zeit, wo es auch sehr herausfordernd ist, ja. Die Immobilienpreise sind extrem hoch und man muss sehr hart arbeiten. Ja? Ich merke das bei mir. Ich habe einen Vollzeitjob, ich versuche aber gleichzeitig irgendwie mich mit Bitcoin auseinanderzusetzen und diese ganze Technik zu lernen. Ich habe Schafe, um die muss ich mich kümmern. Ich habe Hühner, um die muss ich mich kümmern. Also ich versuche autonom zu leben und gleichzeitig aber auch noch an dem alten Leben teilzunehmen, ne? Oder in dem Leben, was halt nun mal aktuell das System von einem fordert, dass man halt eine Gesundheit, also eine Krankenversicherung hat oder dass man ja irgendwie anders auch abgesichert ist, finanziell vor allem. Und das ist schon auch herausfordernd und es geht einfach mit Stress auch einher. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich immer mal wieder so einmal in der Woche so eine Stunde Zeit nimmt und reflektiert. Das ist so meine Idee dazu.
Ich hoffe, ich habe deine Frage richtig verstanden Ja, gehabt. also Es tut mir mehr als richtig. Also ich konnte mich richtig einfühlen und ich finde die richtig toll, dass du da die ganzen Punkte auch nochmal so gut in Worte fassen kannst. Liv, also ich habe auch Daniel Kahneman gelesen, das langsame Denken und schnelles Denken. Und Genau. nach dem Interview habe ich trotzdem mit dir noch viel, viel mehr verstanden, was eigentlich Psychologie bei der Geldanlage und speziell halt bei Bitcoin einfach zu tun hat und wie solche Blasen entstehen und wie man halt eben auch bei Bitcoin bleiben kann. Also ich fand es total erleuchtendes Interview und freue mich total, dass du da Zeit hattest, welche psychologischen Anker wir noch setzen können, um wirklich lange zu hodeln. Liv, Ja, vielen, vielen, sehr, sehr vielen gern. Dank. Es war ein Spaß. Ja, sehr, sehr gerne, Eva. Es hat mir viel Spaß gemacht. Es waren interessante Fragen, die mich auch nochmal haben in eine andere Richtung denken lassen. Also ja, vielen, vielen Dank. Und genau. Ich wäre Voll. super gerne da bereit, noch weiter darüber zu sprechen. Genau. Schön, das freut mich sehr. Bis bald, Liv. Danke. Alles klar, bis bald. Tschüss.